Hallo und herzlich willkommen bei Du weißt, dass du aus Mülheim kommst TV. Mein Name ist Marian und wir möchten gerne heute an ein Ereignis erinnern, das vor 25 Jahren das Ruhrgebiet erschüttert hat. Ein Erdbeben. Genauer gesagt, am 13. April 1992, nachts um 3.20 Uhr. Sein Epizentrum lag 4 Kilometer südlich vom niederländischen Roermond und sein Hypozentrum 18 Kilometer tief in der Erdkruste. Es erreichte eine Stärke von 5,9 auf der Richterskala, weshalb man es in London, Berlin und auch in Mailand, Italien spüren konnte. Der ganze Spuk dauerte nur 15 Sekunden und dann war alles wieder vorbei. Wir haben mal in der Mülheimer Innenstadt nachgefragt, wie die Passanten dort das Erdbeben vor 25 Jahren erlebt haben. Wahnsinnig erschütterndes Gefühl, sehr beunruhigend. Mein Freund rüttelt und sagt, das war doch nicht normal, was da passiert ist. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Erdbeben hat heute früh Millionen von Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands und den Benelux-Staaten in Angst und Schrecken versetzt. Mehr als 40 Menschen wurden verletzt. Eine Rentnerin starb vermutlich wegen eines Schocks an Herzversagen. In Deutschland gab es vor allem in der Stadt Heinsberg bei Aachen schwere Schäden. Das Epizentrum des Bebens lag in der Nähe der niederländischen Stadt Roermond. Auf der Richterskala erreichten die Erschütterungen eine Stärke von 5,5 bis 5,8. Selbst noch in Ostfrankreich und in Thüringen waren die Erdstöße zu spüren. Wie haben Sie das Erdbeben am 13. April 1992 erlebt? An die Situation kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war, glaube ich, in den frühen Morgenstunden. Da habe ich gerade im Bett gelegen, dritte Etage Altbau. Und es war einfach ein wahnsinnig erschütterndes Gefühl, sehr beunruhigend. Und sowas hatte ich vorher auch noch nie erlebt. Und zum Glück habe ich es danach auch nicht mehr erlebt. Aber war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis damals. Am stärksten betroffen war die Stadt Heinsberg, kurz vor der niederländischen Grenze. In Sekunden entstanden hier in Mauern tiefe Risse, Schornsteine stürzten ein, Dachziegel fielen herab. 150 Häuser insgesamt wurden beschädigt, einige sind abbruchreif. Wie haben Sie damals am 13. April 1992 das Erdbeben mitbekommen? 92. Ich bin vor jetzt schon 40 Jahre in Mülheim. Auch vom Erdbeben habe ich nichts mitbekommen. Nichts mitbekommen? Gar nichts. Also wurde es verschlafen, war ja auch mitten in der Nacht um 3.20 Uhr. Ich bin ein Tiefschläfer, deswegen habe ich bestimmt nichts gemerkt davon. In Panik waren die Menschen überall in der Region auf die Straße gelaufen. 25 Anwohner wurden von herabfallenden Mauerstücken und Dachziegeln getroffen. Drei von ihnen trugen schwere Verletzungen davon und müssen noch in Krankenhäusern behandelt werden. Alle hier erinnern sich mit Schrecken an die vergangenen Stunden. Wie haben Sie das Erdbeben vor 25 Jahren am 13. April 1992 erlebt und wo waren Sie da? Ja, das war genau die Zeit, wo ich mit meinem Freund mit Radtouren unterwegs war. Und es waren Osterferien und wir waren im Zelt und mein Freund rüttelt und sagt, das war doch nicht normal, was da passiert ist. Und so habe ich das erlebt. Nur wenige Kilometer entfernt, im niederländischen Roermond, wo das Zentrum des Bebens lag, sieht die Situation kaum anders aus. In Herkenbosch wurde eine Kirche schwer beschädigt. Es besteht Einsturzgefahr. Schäden an Gebäuden und Autos wurden auch aus anderen Städten entlang der Rheinschiene gemeldet. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Millionen Mark geschätzt. Auch in Köln war das Erdbeben spürbar. Von einer Spitze des Domes stürzte eine 1,5 Meter große und 400 Kilogramm schwere Kreuzblume aus Stein herab und durchschlug das Dach eines Kirchenschiffes. Der Schaden beträgt mindestens 100.000 Mark. Wie haben die das Erdbeben am 13. April 1992 erlebt? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Wir haben davon nichts gemerkt. Wir waren nicht hier in Norddeutschland. Von Freunden irgendwas mitbekommen? Ich glaube, ich habe es in der Presse mal erfahren. Mhm. Also ich kann mich dunkel erinnern, dass da was war, aber wie gesagt, bei uns überhaupt nichts. Mhm.
Und Sie sind hier Urlaub am Machen, ne? Genau, wir sind hier Gäste und wir gucken uns alles im Kohlenpott an. Wir waren gestern auf der Villa Hügel, vorher waren wir auf Schalke und haben 4:1 wunderbares Spiel gesehen. Jetzt sind wir hier, wir wollen weiter nach Duisburg, haben uns da eingemietet, wollen da zu einem Kuba-Musical. Wir grasen alles ab, was sie hier im Angebot haben. Und das Beste ist sowieso die Sonne, die sie uns hier präsentieren. Also wir freuen uns, dass wir aus Norddeutschland hier bei Ihnen sind. Aber Ihre Frage können wir nicht wirklich beantworten. Wie gefällt es Ihnen denn im Ruhrgebiet hier? Ja. Grüner als man dachte? Ja, hügelig, bergauf, bergab. Also wir waren schon im Kettweg. Auch wir haben alles wirklich schön. Erstaunlich im Ruhrgebiet immer wieder, dass man eigentlich denkt, das ist ein großer industrieller Raum, aber man hat überall ländliche Strukturen. Zwischen den Orten, alles ländlich und so weiter. Das Einzige, was nicht so schön ist, wenn man Landstraße fährt, immer 50 bis 70 Begrenzung. Ja, was man dir empfehlen kann, ist auch der Flughafen, den man zu betrachten. Den Essen-Mülheimer Flughafen liegt auch ziemlich hoch. Da gibt es ja dann das Luftschiff, Wahrzeichen vom Ruhrgebiet. Ja, jedenfalls wünschen wir Ihnen dann noch viel Spaß hier im Ruhrgebiet. Ja. Glück auf. Ne? Ja, Glück auf. Können wir auch sagen. Gibt es bei uns auch. Glück auf. Ja. So heißt unser Sportverein. Glück auf. Die Messinstrumente der seismologischen Station der Kölner Universität in Bensberg registrierten genau um 3 Uhr 20 Minuten und 18 Sekunden die Erdstöße. Sie waren so stark, dass Nadeln der Schreibapparatur abbrachen, Tinte spritzte über die Aufzeichnungsbögen. Das Ereignis traf auch die Experten unvorbereitet. Keine der Messstationen hatte zuvor Hinweise auf außergewöhnliche Aktivitäten geliefert. Mittlerweile wurden schon weit über 100 Nachbeben verzeichnet, mit einer Stärke von bis zu 3,5 auf der Richterskala. Das Epizentrum des Bebens ermitteln die Forscher am Ruhrgraben nahe dem niederländischen Roermond. In dieser Region entstanden auch die stärksten Schäden. Für mitteleuropäische Verhältnisse ist es ein starkes Erdbeben, wie wir es nur alle paar Jahrhunderte mal haben. Aber im weltweiten Maßstab gesehen ist es ein mittelschweres Erdbeben. Übrigens, es war das stärkste Erdbeben in Westdeutschland seit 250 Jahren. Was ist bei euch vor 25 Jahren los gewesen während des Erdbebens? Schreibt es in die Kommentare, wir sind gespannt auf eure Geschichten. When an earthquake happens, immediately drop, cover, hold. Drop so you don't get knocked off your feet. Cover your head and neck. Get under a desk or a table if you can, and hold until after the shaking stops.